OÖO. Oberösterreichs Originale. Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Für unser heutiges Oberösterreich-Original bin ich ganz weit raufgefahren ins Mühlviertel und da sitzt er schon mit der Quetschen auf der Sonnenbank unterm Baum, Gustl aus Rohrbach. Ja, habe ich die Ehre, ich bin der Gustl und mich freut es, dass ich einen Besuch gekriegt habe von Live-Radio. Live-Radio-Hörerin Milena hat uns zu dir geschickt, sie hat nämlich gesagt, der Gustl, der ist ein echtes Oberösterreich-Original bei uns herum. Ja, kann man so sagen. Aber ich habe lachen müssen, wenn mit Milli angerufen hat, ja, oberösterreichische Originale suchen, dann kämen wir uns den halben Ägypter. Das ist ja, ja. Wir kennen wahrscheinlich schon ein paar Leute herum, ja. Ziemlich viel sogar. Die Milena hat geschrieben, du bist halb Araber, halb Österreicher. Genau. Also ich sage, wenn man Kairo und bei Storm ist, dann komme ich raus. Ja, setzt sich das jetzt wirklich genau zusammen? Ja, witzige Geschichte. Der Papa ist aus Kairo und Mama ist aus Beistor. Und wie haben Sie die kennengelernt? Ja, das hat sich so ergeben, laut Erzählungen. In London in einem Englischkurs haben sie sich kennengelernt. Dann in Toronto geheiratet, lauter so wilde Geschichten halt. Da wundert es mich nicht, dass sowas rauskommt. Ein Gustl, genau. Dein Name ist Farid Ragab. Das stimmt. Aber die nennen alle Gustl. Genau. Einige Leute kennen, oder vielleicht die meisten sogar, kennen mich überhaupt nicht unter Farid. Die kennen mich einfach unter Gustl. Woher kommt der Name? Das ist eigentlich eine witzige Geschichte gewesen. Der Name hat sich tatsächlich im Kindergarten entwickelt. Ich bin jetzt 22 Jahre. Im Kindergarten hat sich der entwickelt. Da hat man einfach mit die Cousin, sagt man so, wie heißt denn das, Vater, Mutter, Kind gespielt. Und der war halt, die war Tante Mitzi, die war Cousine Susi. Und ich war halt der Onkel Gustl. Gell? Das Onkel, das ist dann weggeblieben. Aber Gustl, das ist einfach geblieben. Und bei den Spitznamen ist es so, das kann man sich nicht aussuchen, das kann man nicht erzwingen. Und die können wir noch gängen einfach. Der ist mir geblieben, der Name. Und dann hast du sogar am Auto stehen, oder? Ja, Wunschkennzeichen, Gust 3. Man kennt dich da herum nur mit der Ziehharmonika und ich habe erklärt, du kannst alles spielen auf deiner Quetschen spontan. Also von Miley Cyrus über Ed Sheeran geht einfach alles. Stimmt das? Naja, Radio Bollerwagen, Mallorca-Scheiben oder so, ist das auch drin. Ja, spiel mal auch, was du jetzt drauf hast. Ach so. Gar nicht vorbereitet, was spielen wir denn heute? Die Leila fährt natürlich noch bei. Ja. Da haben wir einen Text umgeschrieben. Okay. Wir müssen den hören. Das ist geil. Ich hab einen Gust und seine Gustmama heißt Margit. Ihr Sohn heißt eigentlich Farid. La 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 la. Und so weiter, das geht halt so dahin. Da haben wir halt ein wenig Texte umgeschrieben schon teilweise. Ja, sehr geil. Blues ist natürlich auch geil, oder Rock'n'Roll. Kann man auch spielen. One fruit party in the county jail. The prison band was there and they began to wake. The band was jumping and the joint began to swing. You should have been knocked out, Jaber, sing you better rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell rock. We'll dance to the jailhouse rock. Sehr, sehr geil. Elvis Presley geht auch. Aha. Wenn es wäre, ja. Sehr cool. Und du hast ja so eine Geschichte erzählt, wo du quasi Studentinnen oder so amerikanische Gruppen beeindruckt hast und denen quasi einfach alles vorgespielt hast, was spontan vorgespielt hast, was sie sich gewünscht haben. Achso, ja. In Innsbruck haben wir gespielt. Die Geschichte habe ich schon öfter erzählt, weil es mir einfach immer wieder taugt. Und ich habe halt ein wenig geredet mit denen und ja,
sucht ein Lied aus, habe ich gesagt. Ja. Und die haben natürlich lauter so moderne Lieder. Also, ja, was halt gerade ein wenig rein im Radio, ich mal gekauft, den Text nicht recht, aber man hat halt Melodie im Ohr, gell, wenn man es einfach unterbewusst hört. Gell. Und das sind einfach immer wieder dieselben vier Griffe gewesen. Also Musiker, die sich ein wenig auskennen, die wissen, mit vier Griffen spielst du sehr, 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 sehr viel. Und gerade was aktuell ist. Und die sagen ein Lied und das nächste Lied und das nächste Lied. Und die Lieder haben einfach alle auf dieselben vier Griffe gepasst, was die gesagt haben. Gell. Und die Menschen sind durchgedreht und haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, wow, der K.O. ist sie, wie gibt's denn das, wie gibt's denn das? Und eine, also das war die Heldin des Tages für mich, die war super. Die hat dann halt in Englisch gesagt, ey, der Mescher, lasst euch nicht verarschen, der spielt einfach immer wieder dieselben vier Griffe. Und ja, auf jedes Lied passen die vier Griffe einfach, also muss man immer genau hinschauen. Ja. Die ganzen Malurkenscheiben passen alle drauf. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Leila. Oder Hodi, 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 Hodi. Hodi, 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 Hodi. Hodi, 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 Hodi. Hodi, Hodi, Hodi. And we danced and we cried and we loved and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have love. Weißt du, gibt's so viele Lieder? Mama, 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 Olivia. Mama, 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 Mama. Ich weiß jetzt auch nicht alle, gell? Aber die ganzen Pop-Lieder und so, wie gesagt, da passen halt viel auf die vier Griffe. Und spontan die Miley Cyrus mit Flowers, aber wenn du das nicht magst, kriegst du das hin? Das ist. Ja. Du weißt schon, dass ich mir das vorher gerade das erste Mal angeschaut habe. Ich, ja, ja. Ich kann den Text auch nicht, gell? Das geht jetzt ungefähr dann hin. I can buy myself flowers. Na 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 in the rain. Talking myself for hours. Na 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 na. Understand. Na 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 na. Ja, so ungefähr ging das. Gibt es sonst irgendwelche Geschichten, die du schon erlebt hast da herum, einfach witzige Sachen, die du da verzünden möchtest oder so? Naja, die Frage ist, ob man alles erzählen darf oder kann. Ja, also ich glaube, für gewisse Geschichten finde ich schon in mancher Art vielleicht bekannt. Ja. Zum Beispiel, wie man mal einen Ofen ins Auto eingebaut hat, zum Beispiel, das war letzten Winter, glaube ich. Ja, letzten Winter. Das Auto hat einfach nicht mehr gescheit geheizt, sondern im Beifahrersitz rausgehauen und einen Ofen rein. Ich als Raufenkehrer habe natürlich Zugang zu solchen Ofen. Dann ist der Rauch rein rausgegangen, beim Dach, ein Lucker ins Dach geschnitten und ja, hat einwandfrei geheizt. Was, ein Holzofen oder was für ein Ofen? Sehr klar, ein Holzofen. So ein kleiner Holzofen. Mit Ofendirl, Scherl rein und anheizen oder wie? Ja, sehr klar. Scheiterdrissen auf der Rückbank gelenkt gehabt. Da haben sie mich, glaube ich, auf jeden Bussen gekannt. Ich frage jetzt nicht, ob du für dieses Pickel gekriegt hast. Das Auto hat einen guten Spätzle, wo man Kissenbier verkauft. Also das Pickel war nicht mehr drin. Das ist jetzt eine Geschichte von vielen. Ne? Wer mehr von dir wissen möchte, mehr solche Geschichten hören möchte und mehr von dir auf deiner Quetschen hören möchte, wann und wo sieht man die oder die und deine Musikgruppen als nächstes? Wenn ich da so im Kalender durchschaue, zum Beispiel am Waldfest in Niederwaldkirchen, da spielen wir mit Prallbrass. Das ist die Gruppe, wo ich spiele. Und was ist da dein Lieblingslied? Was spielst du am liebsten? Da spielen wir am liebsten das Lied von Gigi D'Agostino. Weißt du, das da 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 da. Das fährt so geil am Fiestl, also das ist unglaublich. Aber.
Das ist wahrscheinlich mein Lieblingsliedl. OÖO. Oberösterreichs Originale.